In dem Video möchte ich mal auf das Thema Stress eingehen. Wie du ganz entspannt durch deinen Alltag kommen kannst. Vielleicht ist dir da schon mal aufgefallen, dass jeder heutzutage sich in unserer Gesellschaft Stress macht. Der eine regt sich darüber auf, hey, er hat ein Studium, keine Zeit für nichts. Total anstrengend, jeden Tag Vorlesung. Der andere regt sich auf, ja, kein Studium, muss die ganze Zeit Bewerbungen schreiben. Totaler Stress. Der andere regt sich auf, dass er keine Familie hat. Und dann ist es total stressig mit der Arbeit. Und der andere hat eine Familie, hat Kinder, auch total stressig. Und im Grunde, wenn du mal schaust, dann wirst du vielleicht merken, dass andere Leute durch Situationen mit einer Leichtigkeit gehen. Es gibt auch andere Leute, die haben eben einen Halbtagsjob, haben trotzdem Stress, haben Burnout. Der Stress ist nicht nur im Äußeren. Der Stress ist in dir, das ist das, was in dir passiert. Überleg mal einen Tag, wo du gut drauf bist, wo du vielleicht eine schöne Ereignis in deinem Leben hattest. Beispiel, Prüfung bestanden, Beispiel, befördert worden, egal. Stell dir die Situation vor. Wie du dich freust. Richtig guter Tag. Du gehst über die Straße. Jemand stellt dir ein Bein. Und du gehst auf Seite. Du regst dich über Dinge überhaupt nicht mehr auf, wenn du gut drauf bist. Das heißt, es ist, oder wenn du verliebt warst. Gutes anderes Beispiel. Kennt jeder. Dein Schwarm hat dir geschrieben an dem Tag, du bist gut drauf, du gehst irgendwo durch die Stadt, durch die Straße. Völlig egal, was da passiert, ob da mal irgendwo Lärm ist, ob der Mülllaster irgendwie dich halber vom Fahrrad schmeißt. Völlig egal, dich bringt es nicht mehr aus der Ruhe. Wenn du in einem glücklichen Zustand bist, wenn du in einem guten Zustand selber in dir bist. Und das ist das Gleiche mit Stress. Dieser Stress ist in dir. Den produzierst du selber. Und der hat nicht viel mit den äußeren Gegebenheiten zu tun. Natürlich wird er noch so ein bisschen größer, ne? Wenn du in einem unglücklichen Zustand bist und irgendwie mit deinem kaputten Fiat Punto, probierst 300 zu fahren, dann taucht immer mehr Stress auf. Aber wenn du dich erstmal in einen guten Zustand bringst, kannst du mühelos, wenn du dich wieder in einen guten Zustand bringst, dann kannst du mühelos aufs Gas drücken und mehr machen in deinem Leben. Weil du Spaß und Freude daran hast, du kannst mit Leichtigkeit mehr arbeiten. Auch dieses hart arbeiten. Völlig egal, ob du hart arbeitest, Hauptsache du machst. Und wenn du es machst, dann solltest du dich dazu entscheiden, weil da geht es ja wirklich um deinen Zustand, dass du es in einem glücklichen Zustand machst. Das heißt, du solltest freudig und clever arbeiten. Und nicht hart. Also, du kannst auch hart arbeiten und deine Arbeit zu was Anstrengendem machen, klar. Aber du kannst dir auch ganz gemütlich sitzen, ein Video aufnehmen. Ist auch meine Arbeit. Völlig egal, ob es meine Arbeit ist oder nicht, was ich mache. Kannst du wieder mit Freude machen. Darum geht's.
Und es würde mich freuen, wenn du da wieder hinkommst. Und das ist eine Fähigkeit, die man langsam entwickeln kann. Diese innere Stabilität, diese innere Stärke, diese Balance aufzubauen. Aber da gilt es eben erst, eine Balance aufzubauen und dann kannst du auch immer mehr machen. Aber das ist eben wie, ich finde den Vergleich immer sehr schön mit einem Fahrrad. Wenn du beim Fahrrad noch keine Balance gefunden hast, so, stell dir vor, du kannst noch kein Fahrrad fahren, du lernst es. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie du Fahrradfahren gelernt hast. Und wenn du die Balance noch nicht hast und probierst, mehr Gas zu geben, umso mehr Angst bekommst du. Natürlicherweise. Umso mehr Gas du gibst, umso gefährlicher wird es, umso mehr Angst hast du. Das ist selbstverständlich. Aber wenn du erst die Balance findest und dann langsam immer mehr Gas gibst, dann ist es in Ordnung. Und darum geht es mir. Dass du diese Stabilität, diese Balance, diese innere Ruhe, diese innere Zufriedenheit findest. Das ist wieder ganz entspannt. Mit Leichtigkeit die Dinge erreichst, die du erreichen möchtest. Dass du mit Leichtigkeit durchs Leben gehst und mit Freude. Und wenn du diese Fähigkeit lernen möchtest, können wir da auch gerne mal drüber sprechen. Du kannst gerne dich für ein kostenloses Strategiegespräch, genau, ich erwähne es immer, also kleiner Hinweis, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, eben, biete ich an, wenn du das lernen möchtest, diese Fähigkeit aufzubauen, dann lass uns da mal sprechen und schauen, wo du jetzt stehst und wo du wirklich hin möchtest und ob ich dir dann eben wirklich dabei helfen kann, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen, entspannten Tag, egal wo, auf der Arbeit, sonst wo. Ganz entspannt. Mach's gut. Ciao.